Ja, hallo zusammen. Heute mal wieder Hyundai i30N. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir da schon ein paar von auf Instagram und Facebook gepostet. Das Auto hat natürlich ein enorm lautes Standgeräusch. Also der N-Performance ist mit 108 oder 109 dB im Fahrzeugschall angegeben. Viel, viel lauter als ein R8 zum Beispiel. Ja, also unser V10 Plus, der hat ja 100 dB im Schein stehen. Also 108 dB ist ja schon wirklich sehr, sehr laut. Wir haben aber festgestellt, es gibt trotzdem in der Abgasanlage eine Engstelle. Und zwar, wie ihr euch sicherlich denken könnt, handelt es sich dabei um das Flexrohr. Und da gibt es nämlich eine Stelle, die hat nur ungefähr 55 mm Querschnitt. Und da wollen wir heute mal das Ding ausbauen und dann euch mal mit unserem neuen Flexrohr hier vergleichen. Okay. Serienflexrohr haben wir ausgebaut. Ich zeige euch jetzt mal hier die Querschnittsverengung, die wir hier wirklich haben. Und zwar die Serienabgasanlage hat normalerweise 65 mm Querschnitt. Da sind wir hier am Eingang und am Ausgang bei 63,5 in. Und wenn ich jetzt aber hier messe, direkt am Flexrohr, da sind wir nur bei 60 mm. Und da haben wir einen Innenquerschnitt von 57 mm. Unser Flexrohr hat 70 außen, macht 67 innen, sind ungefähr 38% mehr Querschnitt. Und ich bin mal gespannt, wie viel Mehrleistung das auf den Prüfstand bringt. Wir haben das Auto vorher gemessen. Messen den jetzt nachher nochmal mit dem Flexrohr. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, der Serienlader läuft schon mit Software ziemlich früh auf Anschlag. Der freut sich natürlich über jede Gegendruckreduzierung, sowohl auf der Abgas- als auch auf der Frischluftseite. Und normalerweise, aus meiner Erfahrung heraus, müsste eigentlich so 5 bis 8 PS Mehrleistung müssten rauskommen. Und was mich auch auf jeden Fall interessiert, was erwartet uns soundtechnisch? Ja, was ich euch bei dem Flexrohr nochmal hier zeigen möchte, ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön gefertigt. Ist alles komplett wickgeschweißt, auf der Innenseite alles mit Formiergas. Wir haben hier wirklich massive Halter, sind nicht irgendwelche Rohre, die dann in irgendwelchen Haltern geknickt werden, in irgendwelchen Schweißlehren. Wir haben ein schön stabiles Flexrohr, das zerbröselt auch nicht. Auf der Innenseite haben wir auch nicht dieses Drahtgeflecht. Es gibt auch Flexrohre von manchen Herstellern, die haben auf der Innenseite auch so ein Drahtgeflecht. Und wenn die einmal richtig Abgastemperatur gesehen haben, dann sieht manchmal, also der Draht auf der Innenseite wird dann lang, der lenkt sich. Und dann, wenn man da mal reinguckt, kann es wirklich sein, haben wir schon früher schon mal gehabt bei manchen Fahrzeugen, sieht aus wie so ein auf links gestülpter Socken. Und als ob da einer Knoten reingemacht hätte. Kann bei den Flexrohren nicht passieren, die haben innen drin so eine Drahtspirale drin. Das Flexrohr ist komplett aus Edelstahl. Serienteil ist natürlich hier, da muss auf die Kosten geachtet werden, ist einfacher Auspuffstahl, wie er überall verwendet wird. Ja. Flexrohr ist eingebaut, Passgenauigkeit war wirklich sehr gut. Von der Zeit her muss man so eine Stunde ungefähr rechnen mit Unterfahrschutz abbauen, dranbauen. Würde ich jetzt nicht unbedingt zu Hause machen, aber dafür sind wir ja da. So, jetzt geht's ab auf den Prüfstand. Ja, da sind wir wieder. Den Hyundai haben wir jetzt auf dem Prüfstand gehabt und haben eine Vergleichsmessung gemacht zu der Vorermessung mit dem Serienflexrohr. Und das Flexrohr hat, wie erwartet, auch ein paar PS im oberen Drehzahlbereich gebracht. Und was es genau gebracht hat, das zeige ich euch jetzt mal hier bei unserem Rechner. Und zwar kann man hier sehen, wir sind hier, hier könnt ihr die Maximalleistung vom Motor sehen, sind immer noch so 315 PS ungefähr. Die blaue Kurve war die Eingangsmessung mit dem Serienflexrohr und die rote Kurve ist jetzt die Nachermessung mit dem großen Flexrohr von uns. Hier unten dieser Schlenker, der kommt daher, weil die Kupplung jetzt schon mittlerweile am Rutschen ist. Also das könnt ihr erstmal ignorieren. Ansonsten sind die Kurvenverläufe hier fast deckungsgleich. Hier im oberen Bereich, hier bei 4.500 haben wir die Maximalleistung. Und da sieht man aber auch schon ganz deutlich, danach bleibt die Leistung auf einem Niveau bzw. fällt hintenrum leicht ab, weil der Serienturbolader einfach sehr klein ist und der ist da einfach am Ende. So, wie gesagt, hier im mittleren Bereich, da tut sich eigentlich fast gar nichts. Wenn man jetzt mal hier so mit dem Cursor guckt, da ist so mal irgendwie so mal ein, zwei PS Unterschied. Da kann das schon messtolerant sein. Aber was wirklich interessant ist, ist dann hier so im Bereich 5.500, 6.000 Umdrehungen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, da sieht man schon 304 PS zu 310 oder knapp 311 PS. Ja, da sind also schon 6, 7 PS, die wir hier Differenz haben. Und zum Drehzahlende hin, also bei 6.600 Umdrehungen, da haben wir sogar 8 PS Leistungsunterschied, die nur das Flexrohr gebracht hat. Ja, das Flexrohr gibt es natürlich in unserem Onlineshop zu kaufen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, speziell zum i30 oder zu den Teilen, die wir dafür anbieten, schreibt es in die Kommentare, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail
Und ja, ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr sonst mal so für Videos sehen wollt. Wir wollen natürlich hier euch von unserem Alltag ein bisschen zeigen, was wir hier so machen, welche Fahrzeuge wir bearbeiten und vor allem, was wir auch machen, also wie wir die Software machen zum Beispiel. Ja. Das sind alles so Sachen, die können wir euch gerne zeigen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, ganz wichtig, abonniert natürlich unseren Kanal. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, könnt die nächsten Videos sehen. Und jetzt ganz zum Schluss gibt es natürlich nochmal eine Außenaufnahme von dem Hyundai. Viel Spaß!